wunderschönen guten Morgen. Heute wieder mit mir. Ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz krank von mir. Immer nur seht ihr mich. Nächste Woche schaut es wieder ganz anders aus. Morgen geht es wieder los mit ganz normalem Programm. Da müsst ihr euch nicht mit mir zufrieden geben. Oh Gott. Nein, Quatsch. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit mir und habt eine schöne Zeit mit mir. Das ist das Allerwichtigste. Heute am Ostermontag in totaler Ruhe und Entspannung. An diesem Feiertag mit Stretch und Relax. Genau. Wir tun unseren Körper ein bisschen was Gutes. Tun ihn ein bisschen dehnen, ein bisschen leicht aufwärmen gerade. Und danach werdet ihr euch hoffentlich ein bisschen gut fühlen. Das ist Ziel dieser Stunde. Und das ist Ziel, um in den Feiertag noch hineinzukommen. Es ist 10 Uhr morgens. Ich hoffe, es sind einige dabei und begleiten mich in meiner Stunde. Das wäre total schön. Du darfst dich einmal auf deine Matte, auf einen Boden oder vielleicht sogar auf einen Teppich stellen. Nimm beide Füße hüftbreit. Nimm beide Hände nach unten. Beide Knie sind leicht gebeugt. Streck den Scheitel nach oben. Atme ganz ruhig ein und aus. Wir ziehen unsere Schultern Richtung Ohren und die Schultern nach hinten. Du darfst natürlich gerne deine Augen schließen und meiner Stimme folgen. Tief ein. Dein Brustkorb, zieh beide Hände nach hinten. Ausatmen, werd ganz klar. Tief ein, beide Hände. Einmal öffnen, wie zwei Tabletts, die du rechts und links auf der Seite hast. Ausschnaufen, werd den Rücken rund, tief ein. Und über oben, beide Hände verschränken, werd rund im oberen Knie ein, streck die Klappe. Ausschlafen. Tief ein. Und aus. Bleib oben, halt die Hände im Wechsel. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. In deine Flagge. Ein Bein zur Seite, selber Arm, selbes Bein. Hände verschränkt, werden nochmal rund. Streck dich nach oben. Zwei. Streck dich nach oben. Letztes Mal. Öffne beide Hände. Über die Seite. Zieh dich lang. Auf die rechte Seite. Auf die linke Seite. Auf die linke Seite. Auf die rechte. Wieder bitte. Lass den Kopf locker hängen. Nimm ihn einfach mit. Ja, zwei Meter. Jawohl, bleib auf einer Seite. Öffne da den Brustkorb. Ausatmen, rollst über vorne ab. Über vorne. Lass den Kopf locker hängen. Na, roundabout.
nach vorne, öffnen. Nochmal runter nach vorne, öffnen. Einmal nach auf jeder Seite. Die andere. Komm in die Mitte zurück, ganz in die Mitte, lass den Kopf hängen. Zieh dich hier mit dem Schalter nach oben. Komm, roll dich auf. Die Schultern roll dich ab. Roll dich hoch. Und jetzt Wirbel für Wirbel, jetzt kommen die Schultern zurück. Jetzt mit der Nasenspitze Richtung Brustbein, mit dem Scheitel zu mir nach vorne. Roll dich über hinten ab und die Schultern wieder zurück. Nasenspitze nach innen, Scheitel nach vorne. Wirbel für Wirbel abrollen, Schultern zurück. Zweimal. Schultern zurück, komm nach vorne. Über die Seite ziehen. Dann auf. Einmal in Verlängerung. Beide Knie leicht gebeugt. Den anderen Arm gerne auf den Oberschenkel mit etwas Druck geben. Tief einatmen, tief aus. Komm nach unten, schau, dass der Winkel, dass der Knie zur Zehenspitze schaut und du hier das Bein ganz lang machst. Lass dein Gewicht hinten. Weiter nach unten. Beide Hände rechts und links in die Innenseite. Vielleicht sogar über den Ellenbogen. Und
Hände langsam wieder aufrichten. Deine Zehenspitzen in den Boden zurückziehen, in die Ausgangsposition. Tief einatmen. Wir versuchen, beide Füße zu strecken. Oberkörper Richtung Knie zu nehmen, beide Hände hinter dich zu nehmen. Wenn du keinen versuchst, weiter zurück. Setz dein Knie ab. Spann deine Zehenspitze. Komm eine Tasche tiefer. Every woman, every bird.
Langsam wieder nach oben. Fuß nach. Die beiden Fersen in den Boden. Wenn du gut stehst, verlass auch hier mit beiden Händen den Boden. Bleib gleich in der Position. Tief ein, streck dich lang, ausatmen. Komm langsam nach vorne. Streck beide Beine. Wir gehen jetzt ganz langsam mit deinem Gesäß. Von einer Seite zur anderen, dein Gesäß auf die Seite zu drücken. Wie als würde dein Sitzbein halt gerne nach oben in die Luft stechen.
Jetzt wandert etwas weiter weg. Du kommst in eine beugende Position. Schau, dass das Knie nach oben kommt und die Zehenspitze in eine Flex-Position. Wenn du hier mit der Ferse nicht auf den Boden kommst, nimm beide Arme nach hinten. Mit der Fuß zwar abgehoben, aber du stabilisierst den Oberkörper nach vorne, indem du die Hände hinten. Steuer mit dem Bein einmal in die Mitte, Oberkörper strecken. Nimm einmal beide Arme nach oben, atme tief ein. Rotiere den Oberkörper zum gestreckten Bein. Brustbein öffnen, tief einatmen, ausatmen, komm zum Bein, soweit du kannst. Langsam nach oben, nimm das Knie einmal in die gerade Position, lass es aber weiterhin verschränkt. Fass den Arm der Diagonal zum Knie, zeigt einmal um dein Knie herum, Oberkörper strecken und lehn dich nach hinten. Den Blick darfst du folgen lassen. Spann deine Position, nimm den Fuß wieder nach außen. Wenn du es schaffst, gehst du auch wieder nach oben. Wechsel dann deine Position auf die andere Seite. Hier, flex auch hier wieder die Zehenspitze. Bleib auf der Ferse, wenn du kannst. Wenn nicht, dann gerne geh nach hinten. Stütz dich hinten ab.
Auch hier wieder, wer gut gelegt ist, darf nach vorne kommen. Den Ellenbogen zusätzlich als ein bisschen Druck auf den Knie hernehmen. Entspannen, Zehenspitze. Brustkorb öffnen, tief einatmen, dreh den Oberkörper, komm nach vorne zum Ball. Darfst du das Bein mitnehmen? Jawohl, einmal überschlagen. In der geraden Position noch einmal den Oberkörper strecken. Wirbelsäule auseinanderziehen. So weit wie du kannst nach vorne kommen. Beide Beine gehen einmal auf in die Quetsche. Links und rechts. Nur so weit, wie es für dich okay ist. Zieh dich einmal von hinten nach vorne. Oberkörper geht auf. Schultern gehen runter. Beide Hände nach hinten. Hier über den Bauchnabel. Versuchen, den Bauchnabel nach vorne zu bekommen. Kein runder Rücken, sondern dich wirklich aus dem Becken heraus.
Ein Arm bleibt hinten, ein Arm krabbelt langsam nach vorn. Langsam zurück. Wechsel die Seite. Der andere Arm bleibt hinten. Krabbel mit deinem nach vorn. Beiden Arm nach hinten. Gib noch einmal Druck aus der Brust heraus. Nach oben. Setz dich dann nach hinten ab. Ganz langsam. Entspann deine Beine, dass sie langsam nach vorne kommen. Spitzen nach vorne strecken. Lang ziehen, ausatmen. Nimm nun deine rechte Hand auf deine linke Seite deines Beins. Öffne nun den linken Arm zurück. Versuch den Kopf Richtung Boden zu ziehen und deine Handfläche einmal von dir wegzuziehen. Dein Brustbein auf deine Schulter. Öffne zur Seite. Deine Hände gehen rechts und links neben dich. Tief einatmen. Roll dich langsam über hinten auf. Beide Füße verschränken sich. Kopf locker lassen. Tief einatmen. Hände hinten verschränken. Ausschnaufen. Schulterblätter hinten zusammenziehen. Die Nasenspitze in die Decke hinaufziehen. Beim Ausatmen komm langsam mit dem Oberkörper nach vorne. Und mit den Armen nach oben. Langsam, Wirbel für Wirbel nach oben. Tief einatmen.
Atmen beide Hände nach oben, ausschnaufen, drehen den Oberkörper. Beide Hände rechts und links zu deinem Knie, mit dem Scheitel nach oben. Den Kopf ganz locker, von einer Seite zur anderen Seite hin und her bewegen. Wenn du möchtest, dass du deinen Kopf dann auf einer Seite einfach lassen, wo du das Gefühl hast, es tut dir sehr gut. Vielleicht möchtest du ihn auch hängen lassen oder irgendeinen verrückten Winkel wählen. Atme noch ganz entspannt in der Position weiter. Wechsle auch gerne deine Position, sodass dein ganzer Halsbereich, dein ganzer Kopf ganz schwer in eine Richtung hängt. Bleib im oberen und unteren Rücken ganz gerade. Gerne genieß jetzt dann auch gleich den Moment, wenn ich wieder weggeschaltet bin. Bleib einfach in der Position. Atme vielleicht noch den einen oder anderen Moment verlängert weiter. Ich bin dann mal weg und wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Bis dann.